Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Blackguards. So, Mohadorf. Da gehe ich jetzt nicht hin. Müssen wir auch nicht. Christina, Wambe, Winnebe, Winneb, Winneb, da waren wir auch. Aber wir reisen da nochmal hin. Wie kann ich helfen? Ein Elf? Ihr seid ein Elf. Zweifellos. Was verschlägt euch hierher in den Süden? Eine Frau. Was sonst? Dann ist ja alles geklärt. Auf geht's. Muss eine interessante Frau sein, wenn ihr für sie den Weg auf euch genommen habt. Interessant und schön. Sie heißt Ninive und lebt zwischen Festina und Laufas. Grüßt sie von mir, wenn ihr sie seht. Aber macht mir keine Hoffnung, das wäre nicht gerecht. Bis dann. Wie kann ich... Bis dann. Ich würde gerne was bei dem lernen. Zwischen was? Vielleicht kann man danach was bei ihm lernen, weil ein Elf... Sanya Bartala. Oh, hallo. Sehr erfreut. Ein Spitzohr. Spitz genug, um sich daran zu verletzen, Tänzer Gramorla. Also gib acht. Ja, witzig. Wir haben einen anderen Elfen namens Madawa getroffen. Hat er euch geschickt? Natürlich hat er euch geschickt. Er hat einen weiten Weg auf sich genommen, um bei euch zu sein. Ich bin nicht einmal sicher, ob er mich wirklich liebt. Dann braucht ihr vielleicht einen Liebesbeweis? Wie stellst du dir das vor, Tala? Überlass das Madawa. Wenn er euch liebt, wird ihm etwas einfallen. Ich rede mit ihm. Gehen wir. Machen wir jetzt hier die Kuppler vom Dienst, oder was? Wie kann ich helfen? Wir haben mit Ninive gesprochen. Sicher will sie nichts von mir hören. Im Gegenteil. Sie will endlich einen handfesten Liebesbeweis. Das ist eure Gelegenheit. Ist das wahr? Dann hat sie wirklich Interesse an mir? Hätte sie euch sonst darum gebeten? Ihr habt recht, ich sollte diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Das würde ich mir nie verzeihen. Na endlich, also dann. Vielleicht können wir euch helfen. Vielleicht könnten wir auch einfach gehen. Ninive ist anspruchsvoll. Wie soll ich sie beeindrucken? Sie ist doch eine Jägerin, nicht wahr? Ja, ihr meint, eine Jagdtrophäe würde sie beeindrucken. Warum finden Elfen das so geil? Warum nicht zwei Jagdtrophäen? Warum nicht fünf? Ich weiß nicht. Vertraut mir, mein Freund. Ich weiß, wie Frauen denken. Aber ich bin kein Jäger. Toll. Dann kannst du mir gar nichts mit Bogenschützen beibringen. Schwierig, ja. Schwierig. Jedoch, wer sagt, dass ihr die Trophäen selbst holen müsst? Sonst wäre es doch kein Liebesbeweis. Wenn Ninive sieht, dass ihr euch für sie bemüht habt, wird das alles sein, was für sie zählt. Liebende verbergen oft die Augen vor der Wahrheit. Würdet ihr vielleicht... Wir? Ich weiß wirklich nicht, ob wir dafür die Richtigen sind. Bitte. Im Gegenzug könnte ich euch etwas über Heilkunde beibringen. Ihr erweicht mein Herz, verliebter Elf. Wir helfen euch. Über Heilkunde, wundervoll. Wunderbar. Dann bringt mir... Wartet. Es muss etwas wirklich Außergewöhnliches sein. Das Leder eines Krokodils und die Blüte einer seltenen Pflanze. Eine gute Wahl. So soll es geschehen, Freund. Wie war das noch? Welche Trophäen? Das Leder eines Krokodils und die Blüte einer seltenen Pflanze. Keine Sorge, wir kümmern uns um alles. Du bist wirklich unverbesserlich. Muss ein Geburtsfehler sein. Aber mit Heilkunde, da kann ich mit leben. So, was haben wir denn hier? Jagdtrophäe. Guck mal. Erledigen wir das doch mal schnell. Wie komme ich denn an den Dreifachschuss Schuss dran? Oh, was sind das denn für Viecher hier? Keine Ahnung.
Na toll, Naurim. Hätte auch einfach warten können, ne? Sorterkarte. Glaube ich jetzt nicht. Narin. Narin steht nicht auf. Boah, 10. Dann steh doch auf daraus, ey. Ja, frisst den Zwerg. Nein! Oh, der ist tot. Ja, toll. Jetzt schlagen sie aber alle zu. Das war jetzt zwar nicht so geplant, ich wollte das eigentlich anders. Aber egal, ich habe getroffen. Das zählt. Macht das Vibrieren, falls ihr das hört. Das ist hier wieder mein Bewegungsmelder. Von meiner Kamera. Ja, Krokodil haben wir. Das ist eine Katze im Garten. Das ist eine Eribar-Lilie. Und sie erblickten eine Lilie von blendender Schönheit. Eine Schlinge für jede sterbliche Seele. Oder so ähnlich. Gebt Acht! Lasst euch nicht von ihr verzaubern! Meinst du so? Hat sie schon. Hätte mich vorher heilen sollen. Wäre sicherer gewesen. Na.
Er wird komplett gesteuert. Es liegt nicht mehr in meiner Hand. So. Es kommen immer mehr. Ja, aber wie kriegen wir die kaputt? Ich bin vergiftet. Gift. Ich bin vergiftet. Gift. Gift. Ah, da kannst du vergessen. Autosave laden. Und dann mal gucken, dass wir uns vielleicht erstmal... Es ist auch noch viel zu stark. Pass auf, ist Tina. So, pass auf. Helia Monteri. Ich gehe jetzt nach Kooris. Kooris. Heile mich dort und guck mal, was da ansteht. Ich kann mich gar nicht heilen. Hey, ihr da! Gladiator! Was? Wir kämpften zusammen in El Alem. Erinnert ihr euch? Die Ungläubigen bringen mich in die Bleiminen von Dujar. Bitte helft mir. Rastulla verbietet den Umgang mit Blei. Schafft den Sklaven endlich fort. Immer diese lästigen Unterbrechungen. Der Novadi dort. Was würde es kosten, ihn freizulassen? Der? Er ist zwar vorlaut, aber er ist ein Exot. Allerdings weigert er sich ständig zu essen. Sagen wir 50 Golddukaten. Boah, ne. 50? Vergesst es. Nun gut, schafft ihn weg. Bringt ihn mit dem nächsten Transport nach Dusha. Das ist ja viel zu teuer. Senorita? Es war mir... Greif zu. Ah, du hast auch nichts Schönes hier. Upsala. 50. Viel zu teuer. Sklaventransporter. Gehen wir nach Istina. Ich brauche einen Heiler. Warum finde ich hier keinen Heiler? Was ist los? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Ich muss diese Kisten bewachen. Marwans Menschenjäger sollen gerade wieder ein ganzes Dorf versklavt haben. Haltet also nach billigen Sklavenausschau. Sehr gute Wahl. Dann haben wir das jetzt auch geregelt. Ich klappe einfach mal alles ab. Und komm gleich... Oh, da ist die Heilerin, super. Komm gleich eh durcheinander. Und komm, freilassen, gut. Ah, jetzt bin ich in das Wasser reingelaufen, ich Idiotin, ey. Ja, Gott sei Dank, sie wenigstens auch. Gleiches Recht für alle. Schön.
Na, Staccato steht wieder auf. Ich glaube, er ist auch dabei, ne? Ich habe Angst, dass ich da jetzt wieder ausrutsche, aber egal. Also macht die Käfige auf, dann können die anderen sich nämlich um die hier überall kümmern. Huch, Arme. Dass ich dann nicht mehr angreifen kann, ne? Ich weiß nicht, ob es bei ihr die richtige Wahl ist, wirklich so, ich hätte sie gerne auf Fernkampf weiterhin, ne? Aber, kann sie ja zusätzlich noch lernen. Schnappst du den wieder? Das ist doof, jetzt muss ich ja wieder einmal rum. Renn durchs Feuer, Saya, kein Problem. Wir müssen Verluste erleiden. Aber wir siegen auch. Müssen wir gleich haben. Danke, ungläubige Freunde. Ich sah mich schon in den Minen arbeiten. Geht es euch gut? Jung und schön wie der Wüstenmorgen. Du musst jene Aurelia sein, von der die Rede war. Dann habt ihr eure Hexe ja doch noch gefunden. Ma'asalama. Danke. Banduja? Der, da war die. Wir haben Wunder. Endlich Kampf. Es tut mir leid, wir haben uns wohl verirrt. Auf Wiedersehen. Ihr tut mir leid. Ihr seid wohl ein bisschen verwirrt. Auf Wiedersehen. Hä? Willkommen in meinem Fleischerladen. Was kann ich für euch tun? Bis später. In meinem Fleischerladen. Ich wusste doch, ich habe das irgendwie anders gehört gerade. So, Helia Monterey.
Monterey. Die schnappe ich mir jetzt noch. Marwan hat mich bereits gewarnt, dass ihr mich vielleicht besuchen würdet. Hätte die Asselkönigin euch bloß alle verschlungen. Aber wie ihr seht, bin ich besser vorbereitet als Diego. Nee. Für Niam gibt es nur Angriff. Rache für Niam! Rache für Niam! Bringt alle um! Die uns gerade nachgeäfft, die blöde Sau. So, Takate. Okay, er nimmt den direkten Weg. Kein Problem für uns. Leute, verzeiht. Da war gerade ein sehr kleiner Hustenanfall. No. Das war knapp. Wer ist der Nächste? Jetzt ist er tot. Wieso wird Takate übersprungen? Aber doch nicht, ich dachte. So, der ist auch weg. Na, scheiße, Falle. Muss mal ganz viele fallen. Nur da ist nur noch einer. Dann kann sich Saya in Ruhe schnappen. Treffe mich hier mit ihm. Jawohl. Dass du dir Leben nimmst, das reicht nicht.
Das reicht nicht, das reicht nicht. Jetzt kann Saya auch dahin kommen. Mal auf dem Weg, Saya. Wer ist der Nächste? So, sie ist tot. Und der Letzte. Rache für Niam. Wir haben sie gerecht. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.